Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, für das Interview. Wir sprechen heute über das Kinderschutzpaket. Können Sie uns zum Anfang noch einmal zusammenfassen, was das genau alles beinhaltet, was es jetzt neu geben soll? Also das Wichtigste für uns als Bundesregierung war es, sicherzustellen, dass kein Kind Opfer wird, dass kein Kind zum Opfer sexueller Gewalt wird. Und genau deswegen baut dieses Maßnahmenpaket auf drei Säulen auf. Einerseits Prävention, dass man wirklich verhindert, dass Kinder Opfer von sexueller Gewalt werden. Andererseits geht es um Ausforschung der Täter und andererseits natürlich auch um härtere Strafen. Und dann natürlich geht es auch um Opfer. Die Kinder, die missbraucht wurden, brauchen psychosoziale Begleitung, Unterstützung und auch dafür wird es mehr Geld und Konzepte geben. Jetzt haben Sie schon angesprochen, es soll sich einiges ändern. Wie sieht es denn aus mit dem Strafmaß? Wir hatten ja den prominenten Fall und auch noch viele, leider Gottes, andere Fälle mit Kindesmissbrauch vom Schauspieler Deichtmeister. Da war man davon ausgegangen, das ist ein Strafmaß von 2 Jahren. Ein rein digitaler Delikt hat es hier geheißen. Wie sieht es jetzt aus nach diesem neuen Schutzpaket? Also wir haben jetzt eine Unterscheidung vorgenommen. Es gibt nämlich ein Grunddelikt, da wurde die Strafe um 1 Jahr angehoben. Aber wenn jemand eine Vielzahl von Kindermissbrauchsdarstellungen bei sich zu Hause hat, dann muss das natürlich stärker bestraft werden. Und da haben wir wiederum die Strafe angehoben. Und wenn diese Missbrauchsdarstellungen sehr junge Menschen und sehr junge Kinder betreffen, dann werden die Strafen noch weiter erhöht bis zu 5 Jahre. Das heißt, wir haben hier eine Unterscheidung getroffen beim Grunddelikt, wenn jemand viele solcher Missbrauchsdarstellungen hat, dann wird es erhöht und dann weiter, wenn jemand auch von sehr jungen Kindern solche Missbrauchsdarstellungen hat, was wirklich absolut widerlich ist und einfach schrecklich. Und da muss das Unrechtsgehalt der Tat muss sich hier widerspiegeln und genau deswegen haben wir hier auch die Strafen erhöht. Sehr oft findet Missbrauch von Kindern auch in Vereinen statt. Wie ist da die Regelung? Wie sieht es mit Vereinsrecht oder mit Vereinsregelungen aus? Ja, das ist genau das Thema, warum gerade diese Prävention wichtig ist. Denn die Justiz und die Strafen kommen erst dann zum Zug, wenn was passiert ist. Aber wir müssen verhindern, dass Kinder zu Opfern werden. Und genau deswegen braucht es Kinderschutzkonzepte. Es gibt viele Vereine und Einrichtungen, die mit Kindern arbeiten. Und da erwarte ich mir schon, auch als Mutter, als Eltern, erwarte ich mir, dass meine Kinder dort, wo ich sie hinschicke, auch sicher sind. Dass sie ein gutes Gefühl haben, dass diese Einrichtung alles getan hat, um sicherzustellen, dass die Kinder, mit denen sie arbeiten, auch sicher sind. Und deswegen gibt es jetzt diese verpflichtenden Kinderschutzkonzepte für die Schulen und auch gewisse Gütesiegel, die wir jetzt eingeführt haben. Es wird nämlich eine Nichtregierungsorganisation dafür verantwortlich sein, Gütesiegel an Vereine, an Einrichtungen auszustellen, die solche Kinderschutzkonzepte haben, die gewisse Qualitätskriterien haben. Und mit so einem Gütesiegel können alle Eltern auch wissen, okay, in diesem Verein, der hat ein Gütesiegel, dort ist mein Kind sicher. Es gibt ja auch die Involvierung vom Innenministerium, da möchte man ja vor allem auch von polizeilicher Seite noch Aspekte prüfen und auch Aspekte einbringen. Wie genau sieht es dort aus? Wir wissen ja auch aus der Erfahrung mit Expertinnen, dass der beste Schutz tatsächlich auch die Ausforschung von Tätern ist. Wenn der Täter weiß, dass er ausgeforscht und bestraft wird, dann hält man sich da schon zurück. Und deswegen ist die Ausforschung gerade in der Polizei und im Innenministerium in der Cyberbereich der Cyberkriminalität so essentiell und wichtig. Und auch da hat der Innenminister gesagt, wird er auch aufstocken im Bereich der Cybercrime Kompetenzstellen, aber auch es soll eine Software dazu gekauft werden, die es erleichtert, dass dieses Material ausgeforscht, ausgelesen werden kann. Denn das Wichtigste ist, wenn Verdachtsmomente kommen, dass Handys schnell sichergestellt werden können, dass Datenträger schnell ausgelesen werden können, dass es rasch zu einer Anklage geht, denn wir müssen immer aufpassen, kein Kind zum Opfer wird und daher muss man als Strafverfolgung schnell agieren. Ein großer Punkt ist auch die Betreuung von Kindern. Da gab es ja auch Fälle, wo Männer und Frauen, die vorbestraft waren, Sexualtäter, die Strafen aber schon nicht mehr aufgeschienen sind, trotzdem eingestellt worden sind. Wie möchte man hier genauer vorgehen? Möchte man zum Beispiel genauere Prüfungen veranlassen, bevor jemand angestellt wird?
Also jetzt geht es auch darum, dass wir die Lücke im Tätigkeitsverbot schließen. Das heißt, dass auch Personen, die verurteilt wurden wegen Kindesmissbrauch oder eben wegen Verletzung von sexueller Integrität von Kindern, dass auch die dann nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen. Und da gibt es halt Tätigkeitsverbote und diese weiten wir auf alle Personen, die in diesem Bereich vorbestraft sind, aus. Da hätte ich noch eine kurze Nachfrage. Wird es dann auch so eine Art Meldepflicht beim Arbeitgeber geben? Das ist tatsächlich etwas, was wir uns derzeit anschauen. Das muss natürlich praktikabel sein, das muss auch funktionieren. Das war ein großer Wunsch, der an uns herangetragen wurde, dass die Strafbehörden auch dem Arbeitgeber mitteilen, da gibt es jetzt gerade Ermittlungsverfahren oder eine Verurteilung. Und da werde ich mich mit Expertinnen und Experten zusammensetzen, damit wir hier eine gute Lösung finden. Jetzt zum Abschluss noch die Frage, es wurde jetzt der Entwurf vorgelegt. Wie wird es jetzt weitergehen? Wann wird das dann tatsächlich beschlossen werden? Wie ist jetzt auch der weitere Vorgang? Also wir werden im nächsten halben Jahr legistisch natürlich auch im Strafrecht hier die Nachbesserungen vornehmen. Es soll auch die Zertifizierungsstelle jetzt ausgeschrieben werden, damit auch die ihre Arbeit aufnehmen kann. Also das soll alles im nächsten halben Jahr passieren. Da haben wir uns auch im Ministerratsvortrag dazu verpflichtet und das werden wir auch so rasch wie möglich umsetzen. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön.